hier bei Pearl TV und Sie sehen schon, Ralf sitzt auch schon auf unserem Club Pedelec, was wir hier Ihnen anbieten. Aber natürlich nicht nur ein Club Pedelec, sondern manchmal kommt man ja auch gerade in so einen Regenschauer. In den letzten Wochen war das ja auch öfter, als man eigentlich wollte. Und da haben wir jetzt auch noch alles für Sie parat, also damit Sie einfach perfekt ausgestattet sind. Gerade auch natürlich bei einem Regenschauer. Und damit Sie das nicht einfach so unterm Arm tragen müssen, haben wir da auch noch den perfekten Rucksack. Und ich glaube, Fahrradfahren gerade jetzt im Sommer liegt voll im Trend. Macht man super gerne. Ich hier sehe auch immer mehr Fahrräder, weil das ist natürlich auch mal was Schönes. Einfach das Auto stehen lassen und einfach mal mit dem Fahrrad vielleicht fahren. Das ist natürlich auch für den Körper besser. Ja, natürlich. Also würde ich auch behaupten, dass es einfach ist, frische Luft atmen. Mhm. Raus ins Grüne die Natur erleben. Natürlich spazieren gehen, auch voll im Trend. Man macht mal so eine kleine Wanderung, also Spaziergang und, oder Wanderung. Aber bei Radfahren hat man natürlich eine viel weitere Reichweite, ja, wo man doch beim Spazierengehen oder beim Wandern sehr begrenzt ist. Und deshalb ist es auch meiner Meinung nach ein voller Trend. Und was ebenfalls ein Trend ist, das werden Sie beobachten, haben, sind Fahrräder mit elektrischer Unterstützung. Und genau solche Fahrräder haben wir hier, die noch weitere Vorteile haben. Sie sind klein, kompakt, klappbar. Da komme ich gleich nochmal drauf zu. Aber es ist eben die Möglichkeit auch für jemanden, der körperlich nicht mehr so ganz fit ist, weil die Knie nicht mehr so mitmachen oder auch man sagt, die Kondition habe ich nicht mehr, um 10, 15 Kilometer Rad zu fahren. Da ist das auch eine enorme Erleichterung. Es ist hier höchste Qualität, das können wir sagen. Und ich steige mal kurz ab von diesem Fahrrad und Sie sehen, das ist ja auch für jede Größe anpassbar. Und wenn wir uns das mal anschauen, nur mal optisch ist das ein Highlight für mich. Das ist ein Renngerät, das kann man wirklich sagen. Man sieht das auch an diesen Sportfelgen. Die Sicherheit spielt auch eine Riesenrolle. Wenn Sie vorne und hinten schauen, sehen Sie Scheibenbremsen. Und wenn wir schon da hinten sind, sehen wir auch noch was zum Normalfahrradfahren. Da ist nämlich eine 6-Gang-Shimano-Gangschaltung mit dran. Also auch hier allerhöchste Qualität. Was Sie auf den ersten Blick nicht sehen, ist, dass da hinten drin auch der Elektromotor eingebaut ist. Und was Sie wahrscheinlich auch nicht sehen, ist, wo kommt denn der Strom her? Ja. Und das ist hier ganz, ganz geschickt gelöst, weil der Akku ist im Rahmen hier drin eingebaut. Ich werde Ihnen das nachher auch noch mal zeigen. Und hier sieht man das auch mit der Klappfunktion. Also ein tolles Fahrrad, bis zu 25 Stundenkilometer Geschwindigkeit mit elektrischer Unterstützung. Aber nicht so, dass man drauf sitzt und Gas gibt, sondern man muss schon ein bisschen Bewegung bringen. Bewegung kommt von Ihnen, die Kraft kommt vom Motor und dann haben Sie eben die Möglichkeit, hier ohne große körperliche Anstrengung die Natur, wie sagt man so schön, hautnah zu erleben. Und selbst wenn es jetzt mal regnet, was du gerade gesagt hast, ich finde ja nach einem Regen, nach so einem schönen Gewitter, ist die Luft ja noch besser. Also raus aufs Fahrrad und dann mal tief Luft holen. Ich glaube, das tut uns allen gut. Auf jeden Fall. Und natürlich hier mit dieser Tretunterstützung halten Sie jetzt vielleicht auch mal mit, wenn Sie eine Fahrradtour machen, mit Ihren Kindern oder vielleicht auch mal mit den Enkelkindern, weil ich finde das eben so besonders toll, dass man hier diese Unterstützung hat. Dann weiß man auch immer, gerade wenn man mal eine längere Fahrradtour macht, dass man auch immer wieder zurückkommt. Man ist dann auch nicht komplett durchgeschwitzt. Also das hat so, so viele Vorteile und auch ich, wenn ich irgendwie im Biergarten mal unterwegs bin am Wochenende, ich sehe wirklich immer sehr, sehr viele E-Bike-Fahrer, weil das ist einfach wirklich was richtig Cooles. Und jetzt hier natürlich zu diesem Preis, seien Sie da unbedingt schnell. Was natürlich hier auch noch der Vorteil ist, dass Sie das Fahrrad auch noch zusammenklappen können. Richtig, ein Riesenvorteil und alles, egal was Sie an diesem Fahrrad machen, ist im Prinzip werkzeuglos. Mhm. Die Höheneinstellung des Sattels oder des Lenkers, das möchte ich Ihnen mal zeigen. Sie sehen hier so einen schnellen Spannverschluss. Ja? Guck mal, mache ich auf, dann geht der Sattel runter. Jetzt stelle ich ihn natürlich in die Höhe ein, die für mich richtig ist, ausprobieren und spanne das wieder. Und jetzt kann ich wieder stabil drauf sitzen. Aber das, was du gesagt hast, macht das noch interessanter für Camper oder auch für Großstädter. Viele von Ihnen wohnen ja vielleicht in der Großstadt und die sagen, bis ich mit dem Fahrrad mal im Grünen bin, ja, da ist wahrscheinlich schon wieder die Sonne untergegangen. Dann fährt man einfach mal zum Startpunkt mit dem Auto. Und dazu klappt man das ganz einfach. Sie sehen hier einen Sicherungsschnipsel, den machen Sie nach oben bitte. Und jetzt sehen Sie ganz einfach aufgeklappt und ich deute das jetzt auch nur mal an. Jetzt sehen Sie hier, gucken Sie mal. Ja, jetzt ist es nur noch halb so groß. Jetzt kann ich die Pedale einfächern und hier auch den Lenker und den Sattel. Und dann passen so zwei Fahrräder in den handelsüblichen Kofferraum. Hier, das, was ich gerade erwähnt habe, der Akku im Rahmen integriert. Ja.
Und er gibt mir Unterstützung bis zu 25 Stundenkilometern auf eine Strecke von 25 Kilometern. Das heißt ununterbrochene elektrische Unterstützung. Und da kannst du mal eine schöne Strecke fahren. Das ist mit dem Fahrrad eine ganze Ecke. Und da du nicht permanent mit Unterstützung fährst, das geht auch mal bergab oder man sagt, komm, hier ist schön eben, ich fahre jetzt mal wirklich nur mit der Pedaltechnik, die Sechsgang-Shimano-Schaltung lädt ja dazu ein, dann kannst du hier auch mal 30, 40 Kilometer ohne Probleme zurücklegen. Campingplatz, auch was ganz Wichtiges, habe ich erst gelernt von meinem Vermieter. Der hat sich ein Wohnmobil gekauft und hat gesagt, ich nehme ein Fahrrad mit. Jetzt ein normales Fahrrad passt nicht ins Wohnmobil. Mhm. Da ist zwar hinten so eine Garage, aber die ist zu nieder. Und deshalb hat er sich so ein Klapp-Pedelec gekauft. Er muss es nicht mal ganz zusammenfalten, er muss nur den Lenker umklappen. Ja. Dann ist es hoch genug, dann kann er es reinschieben. Und warum braucht er das auf dem Campingplatz? Weil man oftmals einen Stellplatz bekommt, der ein Stückchen weg ist von den sanitären Anlagen, vom Kiosk oder ähnliches. Und wenn du dann jedes Mal da, wenn du duschen willst, da auf dem Campingplatz so einen Kilometer laufen musst, einen Kilometer zurück, da kannst du schon wieder duschen gehen. Richtig. Oder kleine Einkäufe vielleicht noch mal in den nächsten Ort fahren. Ja. Das erledigt er dann eben mit dem Fahrrad. Und jetzt müssen wir auch über den Preis sprechen, weil der für mich einzigartig ist. Man sieht normalerweise, also große E-Bikes, die kosten 4.000, 5.000 Euro. Ja, dann sieht man mal kleinere für 1.500 bis 2.000 Euro. Wenn man ganz viel Glück hat, mal 999,99. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe in allen Prospekten, die ich mir angeschaut habe, von elektrisch unterstützten Fahrrädern kein Fahrrad gefunden für 699,99 €. Aber das ist hier, solange der Vorrat reicht, Ihr TV-Sonderpreis. Ja, und da ziehen wir doch mal direkt den Vergleich zu Pearl.de. Und hier sehen wir, bei Pearl.de wären wir bei 863 Euro, ist auch schon ein Spitzepreis, aber hier natürlich bei uns bei Pearl TV sparen Sie noch mal mehr. 699,99 € Ihr TV-Sonderpreis. Das Klapp-Pedelec kommt dann übrigens auch noch versandkostenfrei zu Ihnen nach Hause, also ganz bequem. Und vielleicht zu diesem Preis auch einfach gleich zweimal bestellen, vielleicht einfach für den Partner mit, weil ich finde, das macht zu zweit auch noch mal viel, viel mehr Spaß und gerade mit dieser Unterstützung. Also ich bin davon richtig begeistert. Das ist so wie früher, als Sie Fahrradfahren gelernt haben, als dann die Mama oder der Papa so ein bisschen Schwung von hinten gegeben haben. Also ich finde das immer richtig toll, gerade bei Fahrradtouren. Ja, nur Mama und Papa haben damals keine 25 Stundenkilometer drauf gehabt und auch nicht über 25 Kilometer uns geschoben. Wenn Sie jetzt sagen, ist ja schön, ich weiß ja, frische Luft soll gesund sein, aber ich muss ja nicht alles mitmachen, was gesund ist, habe ich jetzt das entscheidende Argument. Es macht unglaublichen Spaß. Fahrradfahren verlernt man nie. Ja, und jeder von uns ist mal Fahrrad gefahren. Und wenn Sie hier drauf sitzen und dann das erste Mal diesen Schub des Elektromotors bekommen, werden Sie merken, wow, macht das Fun. Das macht Laune. Und jetzt kann ich die Natur erleben. Und wenn dann mal ein Regenschauer kommt, dann haben wir hier das Optimale. Das ist ja im Sommer was richtig Schönes eigentlich auch, so ein Regenschauer. Ja, und dann kann man danach wieder lachen. Meistens kommt danach im Gewitter ruckzuck die Sonne wieder raus. Ja. Also ich finde es einfach toll, auch mal ab und zu Fahrrad zu fahren. Bestellen Sie sich deshalb jetzt Ihr Klapp-Pedelec und dann kann auch schon bald Ihre Fahrradtour losgehen. Oder eben auch super praktisch, weil man es ja zusammenklappen kann für den Campingurlaub. Und das hier zum Spitzenpreis 699,99 €. Ihr TV-Sonderpreis, die Bestellnummer ist die ZX8103 und die 569. Und Sie haben gerade auch noch mal den Sattel gesehen. Also da sitzt man wirklich wie auf Wolken. Der ist auch super bequem. Aber was dann natürlich auch manchmal passiert ist, wie schon angesprochen, dass es anfängt zu regnen, finde ich auch gar nicht so schlimm, wenn man sich da ein bisschen schützen kann. Und da haben wir Ihnen auch noch was richtig Praktisches mitgebracht. Hier in diesem praktischen Rucksack, den zeigen wir Ihnen übrigens gleich auch noch. Ja, aber das ist ja clever. Der kluge Mann, die kluge Frau baut vor. Und wenn dann mal der Regenschauer kommt, haben wir hier so richtig tolle Regenjacken. Jetzt muss ich natürlich sagen, das sind keine Regenjacken, die ich über Jahre habe. Das sind Wegwerfartikel. Wir haben ein Viererset, aber es passt überall rein. Mhm. Und Sie sehen, das ist kein Poncho, in dem man reinschlupfen muss, sondern das ist wirklich eine Jacke mit Mütze und mit Druckknopf. Oh, es regnet. Ja, dann ganz schnell rein in den Poncho, wenn es jetzt ein bisschen raschelt, dann wissen Sie warum. Also Sie sehen,
ganz ruckzuck angezogen, Kapuze drüber. Wichtig ist Universalgröße, ja, und die Druckknöpfe, da kann man es zumachen und jetzt kann man auch mal ein bisschen lachend durch den Regen laufen. Bei Monika wird die Frisur nicht ruiniert, bei mir bleibt auch alles sauber und wir haben hier ein Viererset. Ich möchte das jetzt nicht mal nur aufs Fahrradfahren belegen, ich möchte Ihnen aber auch mal zeigen, wie klein das Viererset ist. Ich habe extra mal die Originalverpackung mitgebracht. Das hier sind vier dieser Regencapes. Und wer von Ihnen öfter mal in den Freizeitpark geht, bei den Wasserbaden gibt es immer so ähnlich, ich glaube sogar ohne Druckknöpfe, so Regencapes, die man kaufen kann. Da zahlt man für Stück 6-7 Euro, je nach Freizeitpark. Hier bekommen Sie ein Viererset für einen ganz kleinen Preis. Und wenn es dann aufgehört hat zu regnen, dann können Sie ohne Probleme das wieder zusammenknollen. Ich sag mal, 2-3 Mal kann man die nutzen. Ja, das sind Wegwerfartikel, ganz, ganz klar. Das ist nichts, was ich über Jahre habe. Aber der Platzbedarf und die Zweckmäßigkeit, die ist, glaube ich, unbestritten. Viele benutzen sowas übrigens auch fernab vom Regen einfach für Renovierungsarbeiten. Mhm. Ja? Und da gibt es im Baumarkt auch so Ganzkörperanzüge, die sind wesentlich teurer. Sowas schützt ihre Kleidung auch, wenn sie mal pinseln wollen. Also, Sie sehen, vielfache Anwendung. Und wenn es dann wieder schön wird, na, okay, ja, hoffen wir doch mal. Ah, guck mal, da hinten kommen die hellen Wolken. Oh, also es hört gleich wieder auf. Dann können wir es ausziehen. Ja? Und dann kannst du das, ja, da braucht auch wirklich kein Zusammenlegen-Experten sein. Das ist auch für uns Männer schön, wenn du mal eine Jacke, ein Kleidungsstück so zusammenlegen kannst. Ja, ja, das macht ihr gerne. Und für den so kennen wir das. Ja? Und dann ist kein Stuhl da. Männer legen ja normal Kleidung noch auf den Stuhl ab, aber machen wir wieder in den Rucksack. Ja, das Viererset bestellen Sie jetzt hier zum Spitzenpreis von gerade mal 9,49 €. Kann ich Ihnen wirklich nur empfehlen. Was ich eben toll finde, ist, dass da auch noch diese Knöpfe dran sind, Druckknöpfe so rum und eben hier auch noch, dass Sie die Kapuze wirklich zuziehen können. Und das ist doch dann mal wirklich die beste Lösung und dann hört es ja auch wieder ganz schnell auf zu regnen. Aber im Fall der Fälle sind Sie hier dann eben abgesichert mit der NX7993 und der 569 hier zu bestellen. Das ist natürlich super clever, aber jetzt haben wir noch was Praktisches gesehen. Ja, und ich habe natürlich an alle Eventualitäten gedacht und habe eingepackt. Gut, Ralf. Du warst für das Vespa zuständig. So habe ich wohl vergessen. Hast du wohl vergessen, aber ich habe einen Schutz mitgebracht. Wir haben hier ein Zweierset. Sattelschutz. Und das halte ich für ganz, ganz wichtig. Ich bin nicht empfindlich. Ich kann im Sommer mal im Regen laufen. Aber kennen Sie das, wenn man dann auf einem nassen Stuhl sitzt und von hinten der Pöppes plötzlich nass wird? Ähnlich unangenehm ist das auf einem Sattel. Und deshalb haben wir hier so einen Universal-Sattelschutz. Und schauen Sie mal, wenn es eben droht zu regnen, ziehen Sie den gerade drüber. Wir haben ein Zweierset, also gerne auch beim Partner. Und wenn ich jetzt eben nach einem Regen an mein Fahrrad komme, dann ziehe ich den Schutz wieder ab, mache ihn irgendwo in eine Tasche, in den Rucksack. Ja, und mein Sattel ist trocken und in der Folge bleibt eben auch mein Popo ist trocken eben. Also wirklich ein Schutz, auch unabhängig von unseren Fahrrädern. Der passt auch bei Ihrem Fahrrad. Ich finde das unglaublich sinnvoll und das ist auch hohe Qualität. Also das kauft man sich einmal im Leben und macht es immer aufs Fahrrad drauf. Ja. Auch wenn man es in der Garage oder im Keller stehen hat. Das schützt nämlich natürlich auch vor einem Verstauben. Ja, und dementsprechend einfach drauf machen und dann hat man immer einen sauberen und trockenen Sattel. Die Bestellnummer für diesen Universal-Schutzüberzug, wasserabweisend natürlich, ist natürlich hier sinnvoll. Bestellen Sie mit der NX9220 und der 569. Finde ich auch wirklich super praktisch, weil es gibt wirklich nichts Schlimmeres, als wenn dann irgendwie Ihr Hinterteil ein bisschen nass ist. Ich finde das immer auch nicht so angenehm. Geht Ihnen bestimmt genauso und so können Sie sich eben schnell helfen. Ja, und Sie haben schon diesen coolen Rucksack gesehen, den Ralf hier mitgenommen hat, den er auch richtig schön vollgepackt hat. Und den zeigen wir Ihnen jetzt. Also da wäre noch wesentlich mehr Platz gewesen. Ich habe fest damit gerechnet, dass Monika uns ein bisschen was zu essen und zu trinken einpackt. Ja, ich hoffe, bei Ihrem Ausflug ist dafür gesorgt. Was hier ist, Sie sehen, der ist ultra schlank und ultra leicht. Das ist kein Gewicht, ein Gewicht, was man mitnehmen muss. Dann hier dieses Netzgewebe sorgt für einen hohen Tragekomfort und die Polsterung unten am unteren Rücken und an den Schulterblättern ebenfalls. Trotzdem haben wir hier eine Füllmenge von 5 Litern, also einen Rauminhalt, was ich mitnehme.
mitnehmen kann. Das Ganze ist auch noch wasserdicht und es ist auch noch zusätzliche Sicherheit, weil Sie sehen das sicher auch im Hellen. Diese Farbstreifen sehen nicht nur modisch sehr gut aus, das sind Reflektoren, die leuchten oder reflektieren im Dunkeln. Das ist auch noch zusätzliche passive Sicherheit. Sehr gut. Du wirst auch in der Dämmerung oder in der Dunkelheit besser von anderen Verkehrsteilnehmern wahrgenommen. Und das halte ich auch für sehr wichtig. Möchtest du ihn mal anziehen? Gerne. Du wirst sehen, der ist ganz, ganz bequem, individuell einsetzbar oder anpassbar an die Körpergröße. Und du merkst, dieses Netzgewebe ist sehr angenehm und auch die Polsterung an Schulterblatt und hinten unten am unteren Rücken genauso. Und jetzt hast du auf kleinstem Raum eben auch mal Utensilien dabei. Was Hast zu du trinken? Die Klappe offen gelassen? Ja. Ach Mensch. Ich habe es zu trinken gesucht. Alles muss man selber zumachen. Ne? So, dann machen wir dann auch noch mal zu. Aber auch so, nicht nur beim Ausflug. Also ich kann mir das auch gut vorstellen, wenn du, ich sage jetzt mal, ein Student, der mit dem Fahrrad in die Uni fährt oder wenn ich einfach mal Kleinigkeiten einkaufen will, bitte keine Einkaufstüten beim Fahrrad an Lenker hängen. Das ist, mag zwar praktisch sein, aber es sorgt für hohe, hohe Unsicherheit. Und dann ist so ein Rucksack wesentlich stabiler. Und für das kleine Geld, der kostet nicht mal 10 Euro. Übrigens ein Eigengewicht von knapp 200, nein, nicht ganz 300, also unter 300 Gramm. Und da kann man sagen, merkt man eigentlich gar nicht, dass du was auf dem Rücken hast. Super leicht und super angenehm, das zeige ich Ihnen gerade mal. Hier sind noch so richtig schöne Polster mit dabei, also da drückt gar nichts. Das ist eher wirklich super angenehm. Und hier auch noch, dass hier die Luft durchkommen kann, finde ich auch super. Bei diesen Trägern können Sie sich eben individuell einstellen, wie es eben für Ihren Rücken passt. Und natürlich können Sie den auch mal so an die Hand nehmen und tragen, zum Beispiel auch mal, wenn Sie ein Päuschen machen, ist ja auch natürlich immer eine schöne Sache. Und hier kann man dann auch noch mal was reinstopfen hinter diese Gitter. Also das ist wirklich hervorragend. Natürlich auch noch hier mit dieser Reflexion, dass Sie gesehen werden, was ich auch für sehr, sehr, sehr wichtig halte, gerade eben auf dem Fahrrad. Aber den sollten Sie wirklich mitbestellen, weil das ist hervorragend. Und 5 Liter passen da rein? Ja, also 5 Liter Fassungsvermögen, da passt schon einiges an Utensilien rein. Ich würde den nicht mal mehr nur fürs Fahrradfahren verwenden. Natürlich, die Reflektoren sind zusätzliche Sicherheit, aber auch für eine kleine Wanderung. Ja, wenn der Rucksack schon allein 2 Kilo wiegt, was ja oftmals der Fall ist, dann hast du da schon riesen Ballast und du willst ja ein paar Kilometer laufen. Bei fast keinem Eigengewicht, und das dürfen wir sagen, bei unter 300 Gramm, ist das auch also für Wanderungen oder für andere Ausflugsziele hervorragend. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der eine oder andere junge Mensch das ganz einfach als Schultasche oder als Studientasche nimmt, weil da die meisten Utensilien reinpassen, dann locker über die Schulter gehängt oder dann natürlich auch nach vorne. Dann hast du es immer griffbereit. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass da eine Trinkflasche drin ist, ein Trinkhalm rauskommt und du noch während des Laufens trinken kannst. Luxus. Ja, der ist wirklich richtig cool. Bestellen Sie sich hier diesen super praktischen Rucksack am besten direkt mit dazu für gerade mal 9,49 €. Auch hier wieder ein super Preis. Also da passen natürlich dann auch mal wirklich einige Sachen rein und der wiegt wirklich gar nicht viel. Also das ist wirklich sehr überschaubar, aber der ist super bequem. Kann ich Ihnen echt nur empfehlen, gerade natürlich zum Fahrradfahren, aber eben auch mal so. Die Bestellnummer übrigens nenne ich ihn gerne auch noch für diesen Fahrradrucksack. Das ist die NX 9206 und natürlich die 569. Aber kommen wir natürlich auch noch mal zu unserem Club-Pedelec zurück. Ich glaube, erklärt haben wir es, Freunde. Wie praktisch das ist. Ich möchte Ihnen nur eine kleine Situation noch erzählen. Ich habe mir natürlich auch mal den Spaß gemacht und bin zu mir nach Hause gefahren mit dem Fahrrad. Also eine Wegstrecke, die ich seit vielen Jahren tagtäglich zurücklege. Laut Navigation sind das 8,4 Kilometer. Von meiner Haustür bis vor Studio. Und das bin ich mit dem Fahrrad gefahren. Und plötzlich habe ich Sachen gesehen, die ich über Jahre übersehen habe. Man erlebt eine ganz andere Welt. Gehen Sie ruhig auch mal Strecken, die Sie mit dem Auto fahren, da gibt es ja meist parallel Feld- oder sogar Radwege, fahren Sie die mal durch. Sie werden sehen, ist eine ganz andere Welt. Es macht unglaublich viel Spaß. Man kann auch mal anhalten ohne Probleme, wenn man was Besonderes sieht. Oder auch die Pflanzenwelt jetzt im Sommer oder auch im Herbst, wenn dann langsam die Blätter andere Farben bekommen, ist phänomenal. Der Preis ist meiner Meinung nach unschlagbar. Aber denken Sie dran, das ist wie immer ein begrenztes Angebot. Und da sollten Sie sich nicht zu viel Zeit lassen. 699,99 € für dieses fantastische Club-Pedelec. Ich kann mich da auch
auch echt nur wiederholen, seien Sie bitte schnell beim Bestellen. Wenn das schon bald Ihr Club Pedelec sein soll, kommt versandkostenfrei zu Ihnen und vielleicht auch mal an den Partner denken und einfach zwei bestellen, weil zu zweit macht das doch viel, viel mehr Spaß. Die Bestellnummer, die ZX8103 und die 569. Denken Sie aber gerne auch hier an diesen Schutz für den Sattel, an die Regenmäntel, das Vierer-Set sogar zum kleinen Preis und diesen praktischen Rucksack. Gerade natürlich mal für eine Fahrradtour ideal, aber auch so kann man den immer sehr gut gebrauchen. Also, jetzt steht der Fahrradtour nichts mehr im Weg. Wir wünschen Ihnen ganz viel Spaß.